Hallo, mein Name ist Jörg Baumhoff von der Renatur GmbH. Und jetzt dreht sich alles um das Thema Rundskimmer. Nicht Schwimmskimmer, nicht Wandereinmausskimmer, nein, Rundskimmer. Rundskimmer deshalb relativ einfach zu sehen, weil sie eine runde Form haben. Und diese Rundskimmer, die wir schon seit vielen, vielen Jahren im Programm haben, sind aus unserer Meinung für, oder aus unserer Sicht für Schwimmteiche, für viele Naturpools, und auch für normale Gartenteiche die optimale Wahl, wenn es darum geht, Wasser oberflächlich zu reinigen, die vornehmliche Aufgabe eines Skimmers. Wie unterscheiden sich Wandeinbauskimmer und Rundskimmer voneinander? Rundskimmer, Wandeinbauskimmer habe ich im anderen Video schon vorgestellt. Rundskimmer sind relativ einfach zu erklären, denn sie bestehen aus einem Konus, meistens einem äußeren Konus, der irgendwie im Substrat verschwindet, also sprich in diesem Falle hier bei dem RS-Skimmer, bei dem RSL-Skimmer, wird dieser äußere Konus im Substrat, sprich im Filterbereich, im Aufbereitungsbereich eines Naturpools oder Schwimmteiches oder im Regenerationsbereich, so wird er ja auch manchmal genannt, im Substrat eingegraben und zwar möglichst bis hier oben hin. Ich zeige das noch einmal, bis hier in die Oberfläche, aus dem einfachen Grund. Dieser Skimmer besteht aus Polyethylen, würde er nicht eingegraben und aufgrund seiner Bauweise, die wir dort gewählt haben, damit er wirklich sehr effizient arbeitet, würde er einfach aufschwimmen. Das Material ist leichter als Wasser. Er würde aufschwimmen, das würde am Endeffekt relativ wenig von der eigentlichen Funktion, zur eigentlichen Funktion führen, wie wir das gerne haben möchten, nämlich dass das Oberflächenwasser gereinigt wird. Der Skimmer soll ja oberflächlich vornehmlich Laub absaugen. Wie passiert das? Innerhalb des Skimmers entsteht ein Unterdruck und zwar deshalb, weil hier vorne an diesem Anschluss eine Pumpe angeschlossen wird. Diese Pumpe saugt das Wasser aus dem Skimmer und dadurch fällt der Wasserspiegel im Skimmer ab. Und diese Haube, die normalerweise auf der Wasseroberfläche schwimmt, man sieht sie, sie lässt sich sehr gut bewegen, diese Haube senkt sich etwas ab und aufgrund dieser Situation, dass wir zwei unterschiedliche Wasserspiegel haben, einmal im Skimmer, einen niedrigeren, außerhalb des Skimmers einen etwas höheren im Teich, fließt das Wasser mit einer relativ hohen Geschwindigkeit über diese Kante hinweg, saugt also alles, was an der Oberfläche schwimmt, ab und sammelt es in diesem Skimmer. Der Vorteil eines Rundskimmers zum Wandeinbauskimmer ist, dass die effektive Skimmerkante, beim Wandeinbauskimmer haben wir nur die Front, an der wir das Wasser absaugen können, bei dem Rundskimmer haben wir dagegen den gesamten Umfang. Dieser Rundskimmer hat einen Umfang bei uns einen Durchmesser von 315 mm, also 31,5 cm. Das macht in etwa eine effektive Skimmerkante von 1 Meter, denn von jeder Seite kann das Wasser reinfließen. Deshalb wird er also nicht wie ein Wandeinbauskimmer ganz am Rand des Teiches eingebaut, sondern durchaus etwas weiter weg vom Rand. So, wo sammelt sich das Laub und ähnliches Material? Wir nehmen die Haube runter, die normalerweise schwimmt. Hier in diesem Skimmer sieht man das Sieb. Dieses Sieb besteht aus Edelstahl, einem Kunststoffrahmen und es sorgt dafür, dass mit seiner sehr, sehr feinen Maschenweite von gerade mal 5 mm und dieses Sieb sorgt dafür, dass mit seiner sehr feinen Maschenweite wirklich der Großteil des Materials, das von der Wasseroberfläche abgesaugt wird, in diesem Skimmer hängen bleibt. Es gibt einige Laubarten, vor allem von Lärchen zum Beispiel, die Nadeln von Lärchen, das Laub. Das kann durchaus sein, dass dieses Laub, diese Nadeln sich querstellen, beziehungsweise in der Längsrichtung dann, also senkrecht auf dieses Sieb fallen und dann tatsächlich auch durchgehen und sich am Schluss dann an der Pumpe sammeln würden und im besten Falle den Faserfänger der Pumpe nur verstopfen, im schlimmsten Falle aber bei einer Tauchpumpe zum Beispiel im Förderrad hängen bleiben und die Tauchpumpe verstopfen. Das möchten wir natürlich verhindern. Deshalb gibt es für diese Skimmer auch ein Inlay. Das ist ein Schaumstoff, der passgenau für diese Skimmer hergestellt wird, lässt sich wunderbar reinlegen.
mein Tipp, nehmen Sie zwei von diesen Schaumstoffteilen, die sind sehr preiswert. Ich persönlich mache es bei mir zu Hause so, ich habe jedes Mal, wenn ich den einen Schaumstoff, eine Schaumstoff-Inlay heraushole, lege ich es an die Seite, lasse es trocknen, dann lässt es sich leichter säubern. In der Zwischenzeit packe ich wieder das zweite Inlay, das Ersatz-Inlay sozusagen in den Skimmer, damit er weiterlaufen kann. Diese Skimmer unterschiedlicher Bauart, die wir haben, ich werde in einem weiteren Video die anderen Grundskimmer auch noch vorstellen, haben, wie gesagt, diesen großen Vorteil, dass sie sich dem Wasserspiegel anpassen können. Und das erfolgt durch diese Haube. Diese Haube bewegt sich rauf und runter. Bei dem L-Skimmer sind es bis zu 15 cm Wasserstandsschwankungen, die der Skimmer ausgleichen kann. Das ist ein enormer Vorteil gegenüber den Wandeinbauskimmern, die in der Regel maximal 10 cm ausgleichen können. Also von daher ein großes Plus für den Rundskimmer. Dazu kommt, dass bei diesen Rundskimmern das Korbvolumen mit 10 Litern sehr viel größer ist als bei den schon vorgestellten Wandeinbauskimmern. Da sind wir dann doch etwas beschränkter in der Aufnahme von Laub und Ähnlichem. Das heißt, im Umkehrschluss, Sie müssen es viel häufiger reinigen. Gleichwohl an dieser Stelle auch einmal möchte ich mit dem Vorurteil aufräumen, wenn man einen Wandeinbauskimmer oder einen Rundskimmer oder Ähnliches im Teich hat, man müsste weniger pflegen. Bei Skimmern bedeutet es immer regelmäßig sauber machen, vor allem in den Herbstmonaten, wenn wir viel Laubanfall haben. Denn auch ein 10-Liter-Eimer oder ein 15-Liter-Eimer wie bei unserem ER-Skimmer ist irgendwann voll und dann muss er sauber gemacht werden. Wenn Sie das nicht tun und Sie haben hier eine Pumpe dran, die mit 8 oder 10 Kubikmetern Minimum Wasser aus diesem Skimmer herauszieht, denn irgendwann macht der Skimmerkorb schlapp, er zieht sich einfach zusammen, weil der Unterdruck zu groß wird. Und das bedeutet, Sie brauchen einen neuen Skimmerkorb und darauf kann man ja in aller Regel verzichten. So viel zum, vielleicht noch dazu, jedem Skimmer, den wir haben, liegt ein entsprechender Anschluss dazu bei, dass Sie hier entweder mit einem KG-Rohranschluss oder mit einem PVC-Druck- oder Saugrohranschluss anschließen können, also direkt in diese Gummilippendichtung hinein. Im Schwerkraftsystem wird das zum Beispiel sehr gerne verwendet. Oder alternativ dazu, Sie nehmen eine Reduktion, die dem Lieferumfang ebenfalls beiliegt, und schließen einen 63er PVC-Schlauch an, sodass Sie den Schlauch direkt in die Pumpe im direkten Saugbetrieb anschließen können. Mein Name ist Jörg Baumhauer von der Renatur GmbH und ich fange nochmal von vorne an.